Hallo meine Lieben, ich drehe heute ein neues Video für euch und zwar mal was ich noch nicht gedreht habe, nämlich ein Haul und Try-On. Auf jeden Fall bin ich vor kurzem bei Amazon auf ein paar Leggings gestoßen, bei denen ich dachte, irgendwo kenne ich die doch, irgendwie gibt es die doch auf Instagram gerade ziemlich oft, aber ziemlich teuer und die haben dann teilweise nur 10, 20 Euro gekostet. Da dachte ich so, oh, bestimmt wieder irgendwie aus China, dauert wieder 100 Jahre und kommt nicht an und fällt total anders aus. Aber dann habe ich gesehen, dass es sogar Prime und aus Deutschland war, oder also ich glaube ich aus Deutschland, bei allen Sachen bin ich mir gerade nicht sicher. Also habe ich mal ein paar bestellt und die möchte ich euch heute zeigen, weil es waren sowohl positive Überraschungen als auch negative Überraschungen dabei. Und es geht auch schon direkt los. Die erste ist eine, ich erkenne doch bestimmt alle Lululemon. Ich habe auch auf meinen meisten Videos Lululemon Leggings an und dann habe ich einen entdeckt, die sah wirklich zum Verwechseln ähnlich auf dem Bild wie Lululemon. Und das ist die hier. Die ist auch bordeauxrot, was ist meistens bei Lululemon momentan ausverkauft ist und super schade. Hat auch hinten dieses Zeichen, also natürlich ein anderes wie Lululemon, aber auch eben dieses, den bekannten Schnitt. Und ich muss sagen, vom Material her ist es sogar sehr, sehr feste. Ich habe sogar eine Lululemon hier zum Vergleich, nämlich auch in Bordeaux-Rot, die ich mir vor kurzem bestellt habe. Und die ist halt, wenn ihr die jetzt seht, sind halt auch erstmal andere Rotfarben und der Bund hier ist viel höher als hier. Und das Lululemon-Material ist halt quasi, ich will jetzt nicht sagen unvorteilhaft, aber ich würde die Lululemon-Hose nicht anziehen, wenn ich gerade einen aufgeblähten Bauch hätte, weil da sieht man echt alles. Und durch das feste Material her, was ich eigentlich super gut finde, ist das so, ich sag mal, das hält das Fett so ein bisschen zusammen, wisst ihr, was ich meine? So Unterbauch und das hält das so ein bisschen in Form. Also das fand ich gut an der Hose hier. Was ich aber zum Beispiel nicht so gut fand, ist eben, dass der Schnitt nicht so hoch war. Das ist aber auch ein bisschen Geschmackssache. Ihr werdet das auf dem Video sehen. Die ist schon hochgeschnitten, klar. Aber Lululemon ist halt nochmal höher. Und ich muss sagen, wenn ich einen Crop Top im Fitness anziehe, dann möchte ich eigentlich nicht, dass man unbedingt was vom Bauch sieht. Weil ich finde, es sieht manchmal einfach doof aus und da fühle ich mich einfach wohler. Aber ich war positiv überrascht. Die Leggings hat vielleicht 20 Euro gekostet mit Prime, die war am nächsten Tag da, es ging super schnell und Lululemon kostet 120 Euro. Also ich werde meine Lululemon jetzt wahrscheinlich zurückschicken deswegen. Bin noch nicht ganz sicher, ich werde beide nochmal anprobieren, aber ja, da werde ich auf jeden Fall nochmal drüber nachdenken. Und ich habe die auch übrigens natürlich in der Squat-Bewegung getestet und sie ist nicht durchsichtig. Also bei dem, was ich drunter hatte, war sie auf jeden Fall nicht durchsichtig. Zur Größe, ich habe hier M genommen, was im Nachhinein aber zu groß war. Also ich habe eigentlich immer so 36 in Jeans, mal 38 und eigentlich auch immer S, in Nike auch teilweise XS. Aber ich schwank halt immer so zwischen S und M und nehme dann oft einfach M, also quasi, um auf die Nummer sicher zu gehen. Aber bei der Leggings hier war es dann auf jeden Fall zu groß. Ich glaube, man sieht es auf dem Video jetzt nicht so arg, aber ich werde die auf jeden Fall zurückschicken und ein S bestellen dann. Also ich würde einfach eure normale Größe nehmen. Damit solltet ihr auf jeden Fall gut fahren. Kommen wir auch schon zur nächsten Leggings. Ich mache weiter mit einer, die man glaube ich auch schon super oft irgendwo gesehen hat, auch von teuren Marken, diesen Mesh-Anteil. Ich weiß jetzt nicht, ob man es in dem Video... Ah, jetzt sieht man es. Die hat hier so ein Mesh und unten... Oh Gott, bin ich groß genug auch nochmal. Auch wieder so festes Material. Ich weiß nicht, man sieht es jetzt nicht so gut. Ist auf jeden Fall auch wieder so Fitnessmaterial, sage ich mal. Also ist jetzt keine Baumwolle, in der man jeden Schweißfleck sieht. Das finde ich nämlich auch immer ein bisschen ärgerlich bei so Baumwoll-Leggings. Sogar schon so atmungsaktives Material. Also ich fand sie sehr gut. Und die habe ich witzigerweise in S und in M bestellt. Und die sind genau gleich. Ich habe keinen Unterschied gemerkt. Das heißt, wenn ihr da schwankt, ist egal, was ihr nehmt. Also wie gesagt, ich habe die in S anprobiert, habe sie direkt danach in M anprobiert und ich habe gar keinen Unterschied gemerkt. Also ich finde die sehr, sehr cool, gerade für den Preis. Ich glaube, die hat 18 Euro oder so gekostet, auch mit Prime. Die war 2 Tage später da. Ja, was will man mehr? Also ich freue mich immer sehr, wenn ich Schnäppchen finde. Deswegen kann ich nur sehr empfehlen. Ich habe auch das Gefühl, dass sie wirklich... Ich habe sie auch bei einem Squat angehabt, also hier zu Hause, und habe dann meinem Freund gesagt, er soll mal bitte schauen, ob man was sieht. Und er meinte, es geht. Also ich hatte was Schwarzes drunter und er meinte, es geht schon. Vielleicht eher so, ihr kennt ja diese hautfarbenen, ohne Naht und so. Ich glaube, sowas wäre vielleicht sogar besser. Aber er meinte, es geht. Also er meinte, ich habe Hosen, die schlimmer sind, wo man alles durchsieht.
ja, was sonst. Aber sie sind schön dafür. Sagen, Squat-Test bestanden. Kommen wir zu meinem Lieblingsteil aus meiner Amazon-Bestellung. Also ich muss sagen, ich habe die Leggings schon so oft bei Lynn gesehen oder bei Lauren Ryan, Fit, Paige Hathaway und so. Und dachte so, oh mein Gott, eigentlich will ich diese Leggings haben. Aber die kosten, glaube ich, 90 oder 100 Dollar sogar. Und dann dachte ich so, nee, komm, das gebe ich jetzt nicht aus. Ich muss eigentlich eh sparen für LA und so, das mache ich jetzt nicht. Und dann habe ich auf einmal die hier entdeckt bei Amazon. Sieht man das? Ja, ich glaube schon. Also die hat diese Streifen. Und die Streifen gehen, wie ihr auf dem Video, was jetzt rechts oder links ist, seht, halt nicht ganz hoch. Das ist so, daran sieht man quasi, dass es eben ein Dupe ist oder Fake. Aber ich habe gesehen, dass es sogar welche bei Amazon gibt, die scheinbar bis ganz hoch gehen. Das hat 10 Euro gekostet. Ohne Witz, 10 Euro und kostenloser Versand war das damals, als ich vor 2 Wochen, als ich bestellt habe. Und sie hat aber ein bisschen länger als die anderen gedauert, weil ich glaube, die kommt schon aus dem Ausland. Ich glaube, es waren ja 1,5 Wochen. Die kam jetzt vor ein paar Tagen oder so. 1,5 Wochen ungefähr. Und ich bin super überrascht. Ich hätte gedacht, das dauert viel länger. Und sie fällt auch ganz normal aus. Ich habe hier, was habe ich da eigentlich genommen? Ich habe M genommen und bin sehr zufrieden, weil ich glaube, S hätte zu klein sein können. Weil die hat schon einen sehr stabilen Bund hier. Ihr seht ja, der ist schon breit. Und der sitzt auch halt genau auf dieser Taille, was ich ja eigentlich mag und was ich auch gut finde. Und ich finde es auch vorteilhaft. Aber ich glaube, S wäre mir persönlich dann, und ich habe eigentlich eine relativ schmale Taille, natürlich jetzt auch keine Mini-Taille, ihr wisst, was ich meine, aber ich glaube, die wäre mir dann zu schmal an der Taille. Und an den Oberschenkeln finde ich sie ganz gut, und ich habe auch bei Squat-Tests besteht sie auch. Ich hatte sie nämlich auch sogar schon im Fitness an und auch wieder meinen Freund gefragt, und der hat mir bestätigt, dass man nichts durchsieht. Also das habe ich mir eigentlich schon gedacht, als ich hier zu Hause vorm Spiegel getestet habe, man sieht bei der nichts durch. Ich meine, wie gesagt, wie vorhin, obwohl selbst bei der, ich glaube, bei der konnte man auch mal rot riskieren oder so. Aber ja, ich denke schon. Ich meine, wenn ihr hier seht, ich habe jetzt hier meine Hand, man sieht gar nichts. Also ich drücke da jetzt wirklich gerade dagegen und man sieht nichts. Deswegen auf jeden Fall mein Lieblingsteil aus der Bestellung. Ich werde mir die eventuell auch nochmal in einer anderen Farbe bestellen. 10 Euro kann man nicht viel verkehrt machen. Im Notfall schickt ihr sie einfach zurück. Und wie gesagt, selbst bei 10 Euro, wenn ihr es dann eurer kleinen Schwester gebt oder euren großen Schwester oder einer Freundin, ist jetzt nicht schlimm. Also, finde ich. Jetzt kommen wir zum letzten Teil. Es musste ja so sein, dass natürlich auch ein Teil dabei ist, welches einfach nicht so schön aussieht. Ich weiß auch nicht, was ich mir gedacht habe. Also ich dachte halt, dass die mega cool wird, aber ihr seht es auf dem Video, der Schnitt ist einfach nur nichts für mich. Wenn jemand den mittleren und tiefen Schnitt von der Hose mag, ist das hier eure Hose. Die gab es auch in super vielen anderen Farben. Das heißt, wenn euch der Schnitt gefällt, wenn ihr das gerne tragt, dann bestellt ihr auf jeden Fall, dann ist sie perfekt für euch. Aber ich finde, das steht mir leider gar nicht. Sieht einfach nur unvorteilhaft aus. Bei mir ist ja bei jedem anders. Ich sehe andauernd im Club Mädels, die so tief geschnittene Jeans anhaben, und es sieht super aus. Bei mir nicht. Wenn es bei euch so ist, kann ich euch nur empfehlen. Kann 12, 13 Euro maximal. Was ich aber gerade sehe, also Kompliment vielleicht an meinen Po oder eher nicht. Ich glaube, die Nähte hier hinten haben sich so ein bisschen aufgelöst. Dabei habe ich die nur, ich weiß nicht, ob man das sieht. Ne, ich glaube nicht. Ich habe die eigentlich nur bei einem Squat, also ich habe wirklich nur die hier zu Hause anprobiert, und es ist auch Größe, was ist das? Bestimmt S oder M, ich weiß gar nicht, ich habe mich bei der auf S genommen. Und sieht so aus, als wären die Nähte hier hinten ein bisschen aufgeplatzt. Ich würde jetzt sagen, so gegen die Hose, auf jeden Fall Fail. Kann ich euch nicht empfehlen. Und ich habe jetzt keinen mega fetten Arsch, würde ich mal sagen, der dann sowas zum Platzen bringt. Also mir einmal ist mir beim Squat sogar tatsächlich eine Hose geplatzt. Das war so peinlich, wirklich. Es war ein peinlicher Moment. Und zwar das war sogar eine mega schöne Hose, die war so cool und sogar so eine Fitnesshose, sag ich mal, auch von so einer Sportmarke. Und dann reißt die mir einfach im Squat, das war so peinlich. Auf einmal war es so luftig, ich dachte so, was ist jetzt los? Gott, Ja, was soll man dazu noch sagen? Falls es jemand von euch passiert ist, lasst mir gerne eure Story da, wie das bei euch damals war, als euch die Hose gerissen ist im Fitness und nur Männer natürlich wieder außenrum waren. Ja, wie auch immer, die Hose war auf jeden Fall leider ein Fail. Würde ich auf keinen Fall wieder bestellen, werde ich auf jeden Fall zurückschicken. Schlechte Verarbeitung, weil eigentlich muss eine Hose das aushalten. Ich lasse euch den Link zu den Sachen natürlich unten da. Und freue mich super, wenn ihr irgendwie was davon bestellt und ihr mich verlinkt oder so, weil
wäre mega cool zu sehen. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir hat super viel Spaß gemacht, das zu drehen. Es war mal was anderes. Was ich auch noch sagen wollte, was ich denke, was erwähnenswert ist, dass ich die Sachen alle selber bezahlt und gekauft habe. Also ich hatte jetzt keine Kooperation mit Amazon oder den Firmen von den Leggings, sondern ich habe die selber gesehen und gekauft und bezahlt. Ich dachte, das sollte ich vielleicht erwähnen, weil es halt immer ein bisschen komisch ist, wenn du halt für nur über eine Firma so einen Haul machst. Ich wünsche euch einen super schönen Tag oder einen super schönen Abend oder super schönen Morgen. Macht das Beste aus eurem Tag. Das Leben ist zu kurz, um nur YouTube-Videos zu schauen. Also geht danach spätestens raus und macht was draus.